Das war eine ganz spontane Aktion. Kommt das jemand mal vor? Ja, jetzt ist gerade die Hochsaison, dass die Bienen schwärmen. Das ist gut, weil wir haben viele Bienenvölker verloren letzten Winter. Es hat viele, die Bienen suchen. Und darum bin ich jetzt gerade froh, für die, die jetzt Kurs machen, dass man denen wieder einen Schwarm zur Verfügung stellen kann. Ein Schwarm ist ja etwas, wo die Altkönigin die Hälfte vom Volk nimmt und rausgeht und irgendwo an den Ast hängt. Und dann schickt sie Botschafter raus, die nachher gehen schauen, wo das ein Loch finden in einem hohlen Baum oder in einer Scheuer, wo das ein neues Nest gründen können, eine neue Kolonie. Und die Bienen bauen sich nachher aufbauen bis im Herbst, um zu überwintern. Und das ist die natürliche Vermehrung eines Bienenvolks. Wir haben jetzt pro Schwarm etwa 20'000 Bienen vielleicht. Das ist ein grosser. Und jetzt packt das? Und jetzt packt er 20'000-25'000. Das sind 2,5, fast 3 Kilo, ist jetzt meine Schätzung. Ich weiß nicht, glaube ich, gut, ob man das Sound hört. Gell? Ich habe natürlich kein Mikrofon dabei, wirklich. Aber vorher haben wir so ein Naturvolk, habe ich mir so Baumstämme gefilmt und dann haben sie mich nachher so richtig gepackt, sind auf die Kamera losgekommen. Was ist denn das? Wahrscheinlich ist die Elektronik von der Kamera, haben sie nicht gern. Auch nicht, dass irgendwie es stinkt. Dort etwas aussenden, aber wir wissen nicht genau was. Sie gehen immer auf die Kamera los. Also nicht an mir, wenn es gestunken hat oder das so? Das weiss man nicht. Könnte auch sein. Wo gehst du jetzt her mit dem Volk? Jetzt gehe ich heim, tue sie ein bisschen kühlen und dann tue ich einem Kollegen, der gerade jetzt eben auch im Bienenkurs ist, wo die Kästen zuhause angestellt hat, tue ich dann in die Kiste rein, dass er wieder ein neues Volk hat, um lernen imker oder zum produzieren. Wir haben jetzt ganz einen schlechten Frühling gehabt. Wir haben eine Zeit lang können fliegen, dann sind schön alle raus, haben junge Bienen nachgezogen und jetzt sind sie natürlich immer, wenn es Wüstwetter war, in den Kästen hineingehockt. Und wenn es so eng wird, dann geht es gleich wie bei den Leuten, dass sie einander auf die Nerven gehen und dann fangen sie an, eine Lösung zu suchen und teilen dann halt das Volk. Teilen. Wenn es nicht zu eng wird, teilen sie die Hälfte. Am Zor ist die alte Königin, die weggeht. Das ist jetzt eine alte Königin, die schon Eier legt. Und die Jungen, die dann nachkommen, die übernehmen das Volk, das geblieben ist im Kasten.